Niki und im Rückspiegel Niki Lauda. Der dritte Platz von Lauda ist nicht gefährdet. 10,4 Sekunden hat Lauda Vorsprung auf den Alpha von De Cesaris. Da müsste De Cesaris vor Runde schauen, eine Sekunde aufholen, aber jetzt Lauda an Piquet vorbei und Zweiter. Was für ein Rennen des Österreichers. Niki Lauda vor allen Weltmeisterschaftsaspiranten lag vor allein Prost und liegt jetzt ab der 69. Runde, 8 unter Verschluss, vor Nelson Piquet. Schauen wir uns das noch einmal an. Die lange Startzielgerade. Abschüssig. Man muss vor den Boxen bereits neben einem anderen Fahrzeug liegen, um es aus dem Windschatten heraus zu überholen. Und ganz sicher, mit einem Vorsprung von 2 Wagenlängen, Niki Lauda in Grandform dieser gefürchteten Kurve, jetzt an Piquet vorbei. Lauda Zweiter, Piquet Dritter. Lauda hat sofort wieder in den nächsthöheren Gang schalten müssen. Es war wirklich schwierig für ihn am Anfang, aber was er gemeinsam mit den Technikern dieses Projekts geleistet hat, Hut ab und alle Achtung. Man hat sich durch die anfänglichen Defekte nicht entmutigen lassen. Bremsdefekte in Zandvoort, Motorschaden in Monza und Motorschaden in Brands Hatch. Und jetzt ist es passiert, jetzt das nach. Niki Lauda an zweiter Stelle im Grand Prix von Südafrika. Den Führenden vor sich, den Weltmeister hinter sich und den Sieg vor Augen ausgeschieden. Ja, darf denn das wahr sein? Lauda hat schon oft Pech gehabt in seiner Karriere. Aber jetzt in der 72. Runde von Kyalami, 4 Runden Verschluss. 6 Weltmeisterschaftspunkte vor Augen, ist auf einmal der McLaren stehen geblieben.